Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir machen heute diese süßen Plätzchen. Das sind so kleine Spiegeleierplätzchen. Ich habe Lemon Curd mit drin. Wenn du das nicht hast, kein Problem. Kannst du gerne auch mit Aprikosenmarmelade machen. Aber du kannst natürlich auch die Erwachsenenvariante machen mit angedickten Eierlikör. Das funktioniert auch. Wie du das Lemon Curd herstellst, kann ich dir auch gerne verraten. Den Link findest du bei mir auf dem Blog, selbstverständlich. Und jetzt geht's ab. Viel Spaß. Das ist ein Blitzmürbeteig. Also, dann beeilt euch mal. Ich wünsche dir schon mal jetzt eine schöne Osterzeit. Und wenn dir das Rezept gefallen hat, freue ich mich natürlich auch, wenn du mir noch einen Kommentar da lässt und wenn du noch ein bisschen auf meinem Blog stöberst und natürlich auch, wenn du meine Videos weiterteilst. Also viel Spaß mit dem Video. Ich gehe naschen. Für unseren glutenfreien Mürbeteig machen wir einen 3-2-1-Teig, das heißt drei Teile Trockensubstanz, zwei Teile Fett, ein Teil Süß. Ich habe für unsere Trockensubstanz 100 Gramm Mandeln und 200 Gramm Schermehl genommen, das ist das C. Da wir einen fixen Teig machen wollen, sonst hätte ich es selber noch zusammengemischt. Dann haben wir 200 Gramm, also 125 Gramm Butter. Ich halte mich nicht ganz an die 200 Gramm Regel, weil ich noch eine andere Fettsubstanz reinnehme, nämlich Ei und 100 Gramm Zucker. Wer mag, kann auch gerne noch ein bisschen Vanilleextrakt dazugeben. Ich werde jetzt das Ganze mischen. Das heißt, ich gebe meine Trockenzutaten inklusive Zucker schon mal in die Schüssel, mir eine Mulde, gebe das Ei hinein. Die Butter übrigens ist kalt, denn wir müssen ihn relativ schnell verarbeiten. Und was ihr hier noch seht, das ist noch ein Lemon Curd, damit werde ich sie später füllen, solltet ihr das nicht haben oder auch nicht selber herstellen wollen. Dann könnt ihr auch gerne Aprikosenmarmelade oder einen Quittenchili nehmen. Ansonsten kann ich euch gerne noch das Rezept verlinken zum Lemon Curd, weil ich kann ihn überall brauchen. Ich finde ihn absolut super. Ich mische das schon mal gleich ein bisschen so an, damit das Ei schon mal ein bisschen verarbeitet ist. Und eine Prise Salz, wie immer, nicht vergessen, denn die gehört auch mit dazu. Denn wo was Süßes ist, wisst ihr, gehört auch etwas Salziges dazu, um den Geschmack zu harmonieren. Prise Salz nachgeholt. So, das ist jetzt schon grob das Ei verarbeitet und jetzt gebe ich meine Butter dazu. Wer das nicht mit den Fingern machen möchte, wie ich, der kann das natürlich gerne mit dem Knethaken, mit der Maschine machen. Euer Teig ist fertig, dann sollte er so aussehen. Ich werde es gleich mit einer Frischhaltefolie ausrollen, das heißt zwischen zwei Frischhaltefolien und dann kalt stellen. So sollte euer Teig aussehen, wenn er fertig ausgerollt ist. Er ist circa, ich würde sagen, 2 mm dick. Ich werde ihn jetzt auf eine Unterlage geben und werde ihn im Kühlschrank durchkühlen. Hintergrund ist der, ich möchte ja nachher Plätzchen ausstechen. Und jetzt ist er so weich, jetzt würden mir die Plätzchen kleben bleiben und das möchte ich nicht. Also ich würde sagen, so eine Viertelstunde, dann sehen wir uns wieder. Wenn euer Teig schon durchgekühlt ist, könnt ihr damit starten, die Form auszustechen. Wenn ihr keine Eierform habt, so wie ich, dann nehme ich mir ein wirklich normales Hühnerei, ganz einfach, und fahre drumherum. Und schon habt ihr eure Hühnereiform. Könnt ihr noch ein bisschen korrigieren, wie es so ist, wie ihr sie haben möchtet. Ich streiche sie noch ein bisschen glatt, damit auch die Enden schön sind. Und nicht ganz so spitz. Und das nehme ich mir als Vorlage für die nächsten. Das heißt, ich fahre hier einfach drum herum, gehe unter die Form und hole es mir raus. Und das mache ich jetzt mit allen, mit dem kompletten Teig. Und in der Mitte werde ich einige machen, wo ich ein Loch freilasse, weil da kommt später dann das Lemon Curd hinein. Den Backofen habe ich übrigens schon auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Und nun geht es flott, flott, schneidet alle Formen, alle Eier aus. Da ich keinen Ausstecher habe, nehme ich so einen Flaschenverschluss und steche damit aus. Für mich so die richtige Größe. Bitte denkt dran, dass diese Teile schneller fertig sind als der Rest. Also ein bisschen auf den Bräunungsgrad achten. Die bleiben jetzt so circa 8 Minuten, also zwischen 6 bis 8 Minuten im Backofen. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an,
Und dann können wir schon ans Füllen gehen. Wenn ihr das mit Marmelade macht, kocht ihr jetzt dann gleich auf. Am besten, wenn ihr es einfach haben wollt, nehmt ein Schüsselchen, das feuerfest ist und stellt es zum Schluss in den Backofen. Dann erwärmt es gleichzeitig mit dem Backofen und kann dort schon mal kochen. Spart ihr euch nochmal einen separaten Arbeitsgang. Die verschwinden jetzt im Backofen bei 175 Grad Ober-Unterhitze. Unsere Plätzchen sind fertig, wie ihr seht. Ich habe die Plätzchen auf dem Blech auskühlen lassen und auf dem Backpapier, weil wenn sie direkt aus dem Backofen kommen, sind sie recht fragil, also sehr, sehr empfindlich und brechen euch sehr leicht. Also den Fehler bitte nicht machen. Ich gehe jetzt her, ich mache jetzt gleich Puderzucker drüber, um das Eiweiß zu imitieren. Dann nehmen wir unser Lemon Curd oder wenn ihr habt, eure heiße Marmelade. Sucht euch ein passendes Gegenstück aus. Ich habe mir hier das rausgesucht. Und wir setzen das Oberteil darauf. Ja. Ein schöner Klecks Lemon Curd in die Mitte. Gleich so ein bisschen verstreichen, wie später aussehen soll. Vorsicht, es ist fragil. Also wenn drücken, dann wirklich gleichzeitig, sonst bricht es euch auseinander. So, also meine kleine Eierplätzchen-Garnitur ist fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Die Rezeptdetails findet ihr natürlich nochmal wie immer auf meinem Blog für Andersbacken. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Osterzeit. Und wer mich noch nicht abonniert hat, kann das gerne auch nachholen. Und viel Spaß beim Stöbern auf meinem Blog.